Bei uns hier zum Gespräch der Reto Stirnimann, Trainer vom EHC Dübendorf. Heute 3-0-Sieg, Shoutout vom Team und von dir. Erst Drittel war ein bisschen harzig. Was hat die Wende gebracht? Ja, das erste Drittel war schon vielleicht harzig, aber es war auch nicht einfach für meine Spieler. Sie hatten das fünfte Spiel im 14. Tag und nur mit drei Blöcken zum Teil mit 14 Spielen geht schon an die Substanz. Das war für sie nicht ein schwieriges Spiel. Und, ja, wir haben uns wieder gesammelt in der zweiten Pause versucht, um wieder einfachen Spieler, was uns den Erfolg gebracht hat. Und sie haben es gut umgesetzt. Es war sicher auch das zweite und das Drittel nicht optimal, aber am Schluss endlich fragt niemand mehr. Die drei Punkte haben wir heimgebracht. Und natürlich mit dem Remo drüben, dem Goalie drin, der uns die nötige Sicherheit gebracht hat. Man hat das Gefühl, die Spieler finden sich viel besser auf dem Eis. Also viel besser, es ist ein Ruck durch die Mannschaft gegangen. Wie nehmen Sie das wahr? Ja, das ist halt schon so. Wenn ein neuer Trainer kommt, kommt neue Energie, kommt neue Signale. Das trainiert man vielleicht anders. Oder man, ja. Es gibt einem immer positive Energie und es kommt einfach darauf an, wie man es umsetzt. Und wichtig ist auch, wie man es dann nachher weiterführt. Also nach drei, nach einem Monat, nach zwei Monaten. Es muss dann genau gleich noch sein. Das liegt an uns, an dem weiterarbeiten. Ja, dann hoffen wir das Beste, dass das umgesetzt werden kann. Danke vielmals, gute Nazi-Pause und schönen Abend.